Betriebliches Gesundheitsmanagement ist ein Thema, welches im Handwerk immer beliebter wird. Die drei Säulen vom betrieblichen Gesundheitsmanagement sind der Arbeitsschutz, das betriebliche Eingliederungsmanagement und unser heutiger Schwerpunkt, die betriebliche Gesundheitsförderung. Warum ist es wichtig, Maßnahmen zur Gesunderhaltung ihrer Mitarbeiter umzusetzen? Betriebsinhaber im Handwerk wissen, wie wichtig es ist, bedingt durch den demografischen Wandel, sich als attraktiver Arbeitgeber durch Gesundheitsförderung zu präsentieren. Seine Mitarbeiter gesund zu erhalten und weniger Krankheitsausfälle zu haben, ist im Interesse eines jeden Arbeitgebers. Pro Ausfalltag kostet ein kranker Mitarbeiter den Betrieb ca. 350 Euro. Laut Rechnung der Krankenkassen ergibt jeder investierte Euro in die betriebliche Gesundheitsförderung einen Return of Investment von 2 bis 3 Euro. Betriebsinhabern geht es nicht nur um die Reduzierung der Ausfalltage, sondern vielmehr darum, arbeitsplatzbedingte körperliche Belastungen zu reduzieren, die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern und das Betriebsklima zu verbessern. Diese Maßnahmen wirken nachhaltig, binden Fachkräfte und wirken sich auf den Unternehmenserfolg aus. Der Betriebsinhaber hat zudem einen Anspruch auf steuerliche Förderung, wenn er Maßnahmen zur Gesunderhaltung seiner Mitarbeiter umsetzt. Dazu zählen unter anderem der Obstkorb und Wasser, welches den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wird. Wie können die Maßnahmen im Betrieb umgesetzt werden? Die Krankenkassen haben den gesetzlichen Auftrag, Unternehmen bei den vier Feldern Bewegung, Ernährung, Stressprävention und Suchtprävention kostenfrei zu unterstützen. Praktisch sieht dies so aus. Sprechen Sie Ihren Ansprechpartner bei der Krankenkasse an, planen Sie mit ihm gemeinsam die Vorgehensweise in Ihrem Betrieb, legen Sie die Ziele fest, suchen Sie die Maßnahmen aus, welche für Ihren Betrieb sinnvoll sind und organisieren Sie gemeinsam die Umsetzung. Ansprechpartner zu den Themen Arbeits- und Gesundheitsschutz, Ergonomie, Arbeitsplatzgestaltung und Gefährdungsbeurteilung bei der Handwerkskammer Koblenz sind Iris Schmidt-Jung und Anke Altmaier.